Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem neuen Video. Ich bin mit dem Hans unterwegs. Wir sind heute auf einem Jagdvortrag. Also ich halte jetzt an einen Jagdvortrag. Da nehmen wir euch mit. Schaut euch das einmal an. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn da Interesse besteht, es könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. In der Infobox steht meine Nummer, meine Mailadresse. Ab 20 Personen kann ich das gerne auf euch machen. Für euch eine Jägerrunde, für euch einen Stammtisch, für euch einen Jagdverein, wie auch immer. Wie gesagt, kommt mal mit, schaut euch das an. Ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Blattjagdvortrag. Danke, Herr Oberförster, für die Organisation im Vorfeld. Wir werden jetzt ein paar Sachen in der Theorie durchnehmen. Dann werden wir den Herrn Oberförster mal losschicken in den Wald. Vorab zur Biologie, zu dem Ganzen. Warum die Brunft immer zur selben Zeit stattfindet, ist einfach das, dass die Gors im Normalfall 64 bis 69 Tage nach dem Setzen wieder brunftig wird. Ist aber nicht jetzt zu 100% immer richtig so, weil wir haben es bei uns gehabt, heuer schon mit der Brühe die ersten Kids und teilweise jetzt noch so Kids um und um rennen. Es hängt dann viel auch mit der Tageslänge, mit der Tageszeit zusammen. Und da bewegen wir sie bei dieser Brunftsynchronisierung bei 15 Stunden 45 Tageslänge. Das ist das, was dann für alle so, wo alle Gors dann irgendwann einmal brunftig werden. Da ist es dann so in der Hauptbrunft, dass man wirklich, wirklich sie selber den Mut fassen muss, da extrem viel und extrem laut zum Einblasen. Wir haben also die allgemein gängige Meinung ist ja immer da, da jetzt dreimal einblasen, dann wieder 5 Minuten warten, dann wieder zweimal einblasen, 10 Minuten warten. Man sieht das selber am Feld sehr gut, dass der Bock, wenn man so plattelt, oft die Interesse verliert. Ich weiß nicht, wer das vor euch schon, jetzt blast man rein, der Bock springt auf 3, 4, 500, man hört wieder auf, der Bock hört wieder komplett auf, fängt zum Essen an. Sagen zum Kenner, wie man sich das vorstellen kann wegen der Platzwahl, werden wir jetzt dann in Wolfgang einmal einen Tracker in die Hand geben und werden einen Wecker schicken, weil eines der wichtigsten Sachen überhaupt bei der Blattjagd ist, wenn ich mir meine Stände auswähle, dass ich weiß, wie weit mit der Bock überhaupt hören kann, wie weit mit der wahrnimmt. Und das ist eine Sache, die haben wir voriges Jahr schon probiert. Das war, glaube ich, recht eine interessante Geschichte, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie weit wähle ich meine Blattjagdstände voneinander. Also man hört auf 100 Meter, ist das noch wirklich laut und gut hörbar. Hören tut man noch. Aber es ist jetzt bei 300. Schaut, dass ihr nach Möglichkeit den Gucker daheim lasst. Das Gewehr ist schon hilfreich mit dem Thema des Biersteckens konfrontiert. Es ist natürlich der klassische einfache mit 24 Händler da oben drauf. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter schießen muss, sind solche Modelle oder haben sie für uns einfach bewährt. Ich kann dann im Wald jetzt, wenn ich mir das hintere Hagel ein bisschen tiefer lasse, kann ich nach wie vor, wenn wir da nichts kaputt machen, schönen Gewehr, kann ich den wie einen einfachen Bierstecker nehmen und kann mich schnell bewegen. Verschiedene Lautäußerungen, die es da so gibt, es gibt ja doch einige. Dann habe ich den klassischen Pier, wo halt die Gors aktiv den Bock lockt, ist im Prinzip nicht viel was anderes, nur beim Einblasen lasse ich nachher das Blättchen freischwingen. Das heißt, beim vorigen, bei diesem normalen Kommunikation mache ich nur. Und bei dem jetzt, bei dem aktiven Laut, wo die Gors eben den Bock lockt, schiebe ich mir zum Schluss das Pfeiferl ein bisschen rein und mache den Mund auf. Also die Gors eigentlich nicht mehr will, dann ist das Angstgeschrei. Das ist zu Ende der Brunft. Eher vom Vorteil, hat mir noch nicht sehr viel Reh gebracht oder nicht viel Beck gebracht, aber wenn dann sicher keine jungen Beck. Also wenn auf das was kommt, kann man im Normalfall besten Gewissen schießen, das ist dann kein dreijähriger Bock. Was dann das nächste ist, es ist eben das Klagen vom Kitz. Da ist auch schon, also da kommt ab und zu einmal gerne ein Fixl. Da haben wir schon einige Füchse geschossen. Ist aber schon was, das man sehr dosiert im Revier machen muss oder machen sollte, weil das die Rehe wirklich schon relativ unentspannt macht. Das kann man, also wir haben da schon bei der Lockjagd im Winter am Fuchs geht das. Ist aber auch was man nicht allzu oft einsetzt. Aber das ist dann so.
Also das ist schon wirklich bedrohliche Geschichte. Da reagieren alle Rehe drauf, auch zu jeder Jahreszeit. Aber wie gesagt, das darf ich eher sehr, sehr dosiert einsetzen, weil da werden sie wirklich deppert. Ja. Was das nächste ist beim Schrecken, wenn ich jetzt am Stand bin und eben ein Stickel schreckt mich einmal so an, mal, und dann heranlüge, bäh, dann macht das nichts, dann brauche ich nicht, dann kann ich weiter arbeiten, dann kann ich weiter plotten. Wenn das aber dann kommt, das bäh, 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 dann kann ich heimgehen. Dann ist definitiv für den Tag erledigt. Das ist auch nicht schlecht, wenn man das mal weiß oder gehört hat. Und man sieht das jetzt schon, wenn man da Distanz hat, ist der Unterschied ganz extrem. Also ich glaube, dass man ja wirklich gar nicht mehr sieht, speziell wenn er sich da wo zubehogelt. Also da kann der Bug auch richtig nachkommen. Und wenn wir jetzt zueinander die Distanz haben, dass ich da platte, natürlich auch getarnt bin, und der Schütze da drüben steht und der Bug von da auf mich her springt, dann kann sich der noch immer schön bewegen. Nur um das zu veranschaulichen, welcher Vorteil das Gewand wirklich hat. Siehst du, das ist da. Ah, okay, das ist los durch. Ja? Das los durch. Ja. Die Hasenklage zum Beispiel mache ich schon auch so, wie es immer die Meinung war. Ich lasse den Hasen auch nur einmal sterben. Aber wir lassen den so lange sterben, dass wir, wenn wir zu zweit jagern sind, sich sogar oft abwechseln, weil dann die Luft ausgeht. Also die Hasenklage ist eine Sache, die man, wenn du das aushältst mit der Luft, sicher 10 Minuten machen kann und sollte. Ja. Anhören tut sich das dann so. Man sieht schon, jetzt durch das Formen der Hand kann ich den Ton relativ schön modulieren, durch Auf und Zu und ein bisschen drehen. Und nicht nur. Das ist jetzt nur Blasen. Gut, dann wäre mein Teil soweit beendet und stehe natürlich eh noch Randl da. Danke, danke, danke. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch das anschaut. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Würde mich natürlich auch sehr über Kommentare freuen, wie euch das gefallen hat, ob ihr teilweise eine andere Sichtweise zu dem Thema habt. Seid so lieb, schreibt was drunter. Wir sind jetzt wieder für euch unterwegs und werden in Zukunft, die Blattjagd steht vor der Tür, wir werden in Zukunft jetzt wieder einige richtig gute Videos für euch produzieren. In diesem Sinne, einen schönen Weidmannsheil, bald sepp, pfiat euch.